Blick hier durch das, durch den Raum. Da liegt schon wieder was unter einer Kiste. Ja, sag mal, ein Stoppwurm. Ich muss wohl öfter die Kisten anheben. Klar, gut. Bin ich von hier reingekommen? Nee. Moment mal, wo führt das denn hin? Ach, da bin ich hergekommen. Etwas verwirrend. Jetzt schaue ich einfach nochmal, ob es hier irgendwas gibt, was man vielleicht noch einstecken könnte, aber gibt es nicht. Ist schon ein bisschen nervig, alle Kisten anzuheben. Gut, dann schnell durch den Raum durch. Dann geht es hier weiter. Und ein Fahrstuhl ins nächste Gebiet. Hier scheint irgendwie niemand zu sein. Oh, Schießerei. Draußen finden Gefechte statt. Dann werde ich mal hier, bevor das SWAT alles stürmt, hier mal durchgehen. Was liegt denn hier? Eine Maschinenpistole. Kann ich zwar nicht wirklich gebrauchen, aber ich sammle das mal ein, weil im späteren Spielverlauf, ich glaube nach der ersten Mission, kann man nämlich überschüssigen Krempel verkaufen. Gut. Okay, das scheint auch nicht zu sein. Aha, Autosave. Werde ich mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ah, zwei Typen. Tja, Jungs. Da habe ich einfach mal die Gunst der Stunde genutzt, bevor die irgendwo, was Gott wohin laufen, dass ich denen groß nachrennen muss. Schon ein bisschen schwerer bewaffnet als die Leute, denen wir bisher begegnet sind. Schaue ich mich hier drin mal um. Hier drin dürfte keiner sein. Die ausgegrauten Pfeile unten links im Radar, das sind Leute auf der Ebene drunter. Hier nochmal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Also die müssten hier unten rumlaufen. Und ich hoffe einfach mal, dass die nicht hier raufkommen. Die Polizei äußert sich bisher kaum zur Lage. Aber meinen Quellen zufolge hat eine militante Gruppe pro-human... Ich hoffe, ich kann mich jetzt hier umschauen, ohne dass man mich entdeckt, wenn ich mich aufrichte. Was liegt hier? Eine Zeitung.
Mit einem Artikel, den wir schon kennen. Was ist das? Bier. Da um die Ecke liegt noch was. Ein E-Book. Global Politics Review. Das lese ich ein andern Mal. Alles klar, dann habe ich diesen Raum durchgeschaut. Hier noch irgendwas Interessantes auf dem Tisch. Sieht nicht so aus. Psst, nicht so laut. Aha, ein Luftschacht. Lüftungsschacht. Gibt natürlich auch wieder Punkte. Das denn? Auf die Toilette. Auf die Herrentoilette. Passt ja. Okay, hier laufen wieder welche rum. Bisschen schwer zu erkennen, in welche Richtung sie schauen. Hier ist die Damentoilette und da geht es in einen Besprechungsraum. Ich glaube, in den Besprechungsraum möchte ich mal. Draußen lief jemand lang. Warte ich mal, bis der nochmal hier zurückkommt. Der lief nämlich doch sehr dicht hier an dieser Tür vorbei. Wenn er sich wieder auf dem Rückweg befindet, dann gehe ich einfach mal raus hier. Das lief ja gut. Ganz da hinten durchwühlt jemand irgendwelche Sachen wieder. Da steht anscheinend noch eine Flasche Bier. Ich könnte den jetzt einfach umgehen, aber besser ist, ich schalte ihn aus. Anscheinend irgendein PDA bei ihm gefunden. Zu schnell geklickt. Kann ich doch gleich mal schauen. Ah, die hier oben. Von China Boy. Der hat doch schon mit dieser Nachricht quasi was, eine Mitteilung bekommen. An Holy War. Alter, damit kommst du auf einen der Computer in der Büroetage. Und wer sagt, ich habe dir nie was gegeben? Nicht so richtig gutes Deutsch, der gute Mann. Aber er hat ein Passwort verraten, unabsichtlich. Springen ist keine gute Idee. So, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, laufen hier noch zwei Gestalten rum. Ja, hier vorne und einer im Hintergrund. Augmentierungen sind doch egal. Meine Kollegin Tournee hat erst gestern eine bekommen. Die
ist der zweite. Treppe quasi, wo man runtergekommen wäre, wenn man von oben einfach hier runtergestiefelt wäre, mitten in die Gruppe von Leuten. Okay, der macht sich dann den Computern zu schaffen. Die suchen irgendwas. Also mein Plan ist jetzt, die beiden auszuschalten, dass ich hier diesen Raum in Ruhe durchsuchen kann. Es sind nur zwei. Das sollte ja machbar sein. Allerdings nicht, wenn er hier in diese Richtung schaut. Diese merkwürdige Musik im Hintergrund, das kommt aus diesem Radio, was hier irgendwo steht. Ah, hier steht es. Auf der Kiste. Einschaltet. Wir stellen hier Fragen und finden die Wahrheit heraus. Wie üblich. Wir reden hier davon, dass die Bevölkerung zu haben und uns damit im Grunde die Möglichkeit nehmen, uns zu werden. Und Leute. Er sieht mich nicht. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, wie denn hier ihr Bewegungsmuster ist. Ich die kurz nacheinander elektroschocken kann. Okay, der kommt schon wieder zurück. Ach, der andere kommt auch schon zurück. Der linke her, der guckt ja dann in Richtung dieser Wand. Das heißt, er dürfte nicht sehen, wenn ich mich mit dem hier beschäftige. Jetzt nämlich. Das lief doch perfekt. Das lief wirklich perfekt. Mal schauen, was die beiden so dabei haben. Geld und ein PDA. Und das Gleiche. Was das für zwei Nachrichten sind. Das war einmal die hier. Schon wieder dieser China Boy. Alter, ich hack mir hier einen Wolf. Mit dem Code kommst du im Hauptbüro in einen der Computer. Viel Spaß. Und die zweite Nachricht. Oh, vom Anführer der Terroristen. Mi hermano, wir müssen Beweise gegen diese Wichser von ihren Rechnern ziehen. C-Boy hat mir ein paar gehackte Passwörter fürs Verwaltungsgebäude geschickt. Und denk dran, die Welt muss alles erfahren. Acolytos.